Die Falle nimmt langsam Gestalt an, aber sie haben Probleme beim Bauen. An manchen Stellen kommen sie einfach nicht dran. Und dann kam noch so ein verrückter Vogel. Es fliegt ja gegen die Wand und dann einfach oben drüber. Maxi Chaotik wollte sich verstecken, aber der Vogel, er kam einfach hinterher. Zum Glück gab es den Tarnodon, der hat den Vogel zu Hackfleisch verarbeitet. Aber nun geht es weiter. Sie werden weiter an der Falle bauen. Und wir werden sehen, ob diese Falle funktioniert und ob sie ausreichend ist. Viel Spaß dabei! Ist sie wieder. Im Zusammenhang mit Neid, Hass oder Unfall. Oh, da fehlt mir gerade ein bisschen die Kreativität. Also auf Anhieb kann ich jetzt auch nichts. Bist du angegriffen oder nee? Der ja, Vogel. Der Vogel. Ach doch. Ich kann gerade nicht rennen. Aber sonst könnte ich versuchen, den mit Pfeilen abzuschießen. Aber du musst ja bloß den Dinos zurückrennen, ne? Ich hoffe, dass das ausreicht. Dann frisst der Bronto den. So, kann man hier noch Decken platzieren? Das Loch sieht richtig geil aus. Als würde die Falle langsam mit Sand volllaufen. Da kommt man nicht rein, hier kommt man nicht rein. Versteck mich unterm Bronto. Nicht rein, hier kommt man rein. Jetzt versuche ich mal, ob ich hier oben das platzieren kann. Dazu die Decke, die hauen wir jetzt mal hier hin. Ja, falsch. Ah nee, ich kann nicht springen, weil ich voll bin. Stimmt. Komm ich denn da jetzt? Komm ich jetzt an deine Decke hin? Ich komm da nicht hin. Ich schmeiß jetzt einfach mal irgendwas hier rein, dass ich wieder mich halbwegs bewegen kann. So, brauchst du eigentlich noch Fleisch? So, jetzt kann ich wieder springen. Schauen wir direkt mal. So, ich hab noch. Oh, wie ist das Fleisch bei mir? Und okay. Fleisch habe ich auch noch 5 Stück. Weil es ist noch was im Ofen, hätte ich fast gesagt. Oh, da ist noch was im Ofen. Wir sind nur noch 94. Aber die wiegen die wirklich so viel? Was wiegen die denn? 9,4 Kilo, so viel ist das jetzt nicht. Und die habe ich ja eigentlich mal auf Null gelegt, falls mal irgendjemand solche Bären raubt und dann gezähmt wird. Wie mein kleiner Taschendieb. Der hat mir nämlich diese Bären geklaut. Und dadurch ist er dann meine geworden. Nee, ich komme jetzt doch noch nicht hoch. Schade. Funktioniert nicht ganz so, wie das soll. Deswegen werde ich mal wieder ein bisschen was los. Ich habe auch 12 Kilo für Standfackeln, weil ich habe 3 Standfackeln und 8 Kilo für Holzschilder. Kann ich die Holzschilder einfach mal hier platzieren? Das wäre doch mal was. Ein Holzschild. So, du kommst. Was ist denn jetzt vorne, was ist hinten? Da ist so rum, ne? So rum richtig. Das ist gut. So. So. Kann man die beschriften? Schildtext festlegen. Achtung. Falle. Das ist zu geil. Das ist zu geil. Achtung, Falle. Vor dem Eingang. Zum Glück kann das Bino nicht lesen. Und dann steht er plötzlich hier davor und packt die Brille aus. Was steht da? Ja. Achtung, Falle. Ich gehe hier nicht rein. Einen wunderschönen guten Abend. Tobi, hallo. Herzlich willkommen bei Meistens Anders. So, wir bauen hier gerade eine Falle. Wir versuchen es. Obwohl, das ist ja schon fast ein Bunker.
Vielen Dank für dein Follow, Toby. Ich wundere, bei mir gibt's immer ein bisschen mehr was mit Metal. Also bei mir gibt's was auf die Ohren. Decke will ich platzieren. Decke kann ich nicht platzieren. Ich will noch ein bisschen was loswerden. Ich habe hier noch ein paar Fackeln. Achtung, Falle. Sollte ich da jetzt wirklich reingehen? Also auf Kommando bin ich nicht so kreativ, Evo. Ich brauche meine Zeit für sowas. Ich hau hier. Ich habe immer noch zwei Fackeln platziert. Die dritte. Also springen. Ei, cool. Ich habe sogar auf Anhieb geschafft. Die dritte platziere ich mal mitten hier im Raum, ne? Ich habe nicht drei Standfackeln gehabt. Also das, wir spielen auf einem privaten Server. Das sind, der Server läuft direkt auf dem Rechner, auf dem ich spiele. So sind wir losgelöst von PvP, kann die Einstellung alles selber machen, so wie ich das will. Na du, Moshops, wie geht's dir? Toll, da steht vor mir. Ich habe ne, einfach hier, das ist jetzt Mosh. Ich habe nur E gedrückt und habe ihn direkt gezähmt. Den Mosh. Ja. Ich habe einen Moshops, okay. Ich habe meinen kleinen Taschendieb. Ich lese es gleich. Ich gehe mal kurz hier hinter und bring den Moshops hierher. Ich hoffe, der läuft mir hinterher. Er rennt. Das ist schön. Moshops, komm her. Komm her, Moshops. Du bleibst jetzt hier. So, zunächst erstmal nochmal vielen Dank an alle neuen Follower und auch an die bestehenden, denn mein erstes Ziel von 25 Followern ist nun erreicht. Cool. Also kurz gesagt, ich hatte vor dem Stream 24, jetzt sind es mehr als 25, das lief super. Also werde ich das Ziel wohl das nächste Mal höher setzen. Was denkt ihr, was so ein gutes Ziel wäre? Und jetzt kommen wir mal zu dem Geschriebenen. Missverständnisse im Leben sind hart und nicht fair. Doch gebe nicht auf und sei bereit für die Unendlichkeit. Der Mann, die Frau, welche diese verbreiten, sind selbst ein Opfer für Hass und Ausnutzung der Welt mit ihrer Chaosverbleiberei. Da gehe ich voll ab. Nö, wir wollen ja so auch wirklich so weiterspielen. Also ich gehe davon aus, es läuft ja mit dem Server auch. Also trotzdem vielen Dank, Tobi. Aber ich finde, es bisher läuft so, weil eigentlich ist nur Ziel, mal so ein bisschen zu spielen. Weil wir sind, wenn man es mal so nimmt, so viele Stunden spielen wir noch nicht. Also Ark habe ich das erste Mal letztes Jahr gespielt. Maxi Chaotic hat erst dieses Jahr damit angefangen. Ja, ich quäle mich noch so ein bisschen durch. Und man merkt auch, es kommen viele Tipps noch aus dem Chat. Das Wort nicht eingefallen. Aus dem Chat, weil halt auch so einiges uns noch nicht bekannt ist. Aber wir sind da wirklich dankbar für alles. Die Fackel hat jetzt immer Holz. Und wir sind auch gespannt, wie weit wir kommen werden. So, eigentlich ist heute für den Stream geplant, einen Spino zu zähmen. Das steht da so im Titel. Jetzt wird die nächste Herausforderung, einen zu finden. Ja, das wird dann erstmal die nächste Herausforderung, deswegen. So, mach ich mal. Er wollte zufällig Bären haben und deswegen hat es geklappt. Nächste Robby bin ich. Deswegen habe ich meine Bären auch noch auf Null liegen. Ja, 400 Stunden sind schon ganz schön viel. Also ich komme vielleicht auf 20 bis 30 Stunden. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja. So, die Moshops möchten unterschiedliche Beeren oder Honig und wenn man das auf Null hat, zähmt man diese. Okay. Hat also funktioniert. Gut, das ist, was Maxi Kaudig auch gerade gelesen hat. Ach, was? Evo? 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 18.000?
Wann hast du denn damit angefangen, das zu spielen? Und jetzt sag nicht erst letzte Woche. Weißt du, was ich davon halte? Das ist supergeil. Das ist echt krass. Ich weiß nicht mal, ob all meine Spiele auf 18.000 Stunden kommen. So, wenn man noch... Aber gut, wenn das ein Hobby ist, und man das gerne wirklich so macht. Genau, du kommst ja hier hoch. Wie, genau. Wie auch immer du die da oben platzierst, weiß ich nicht. Hier hinten kommt so ein Drops runter. Nee, so ein... Naja, der Drops ist gelutscht hier hinten. Der Drops ist gelutscht. Und ich bring noch einen kleinen Dolly-Diffi-Viel mit. Die in der Mitte, die kann man dann, glaube ich... Vor 1,5 Jahren? Du spielst viel. Verdammt viel. Ja. So, erstmal wieder die Brille richten, noch etwas trinken. Die zweite Reihe kannst du dann einfach so setzen, ohne springen. Ach so, dann gehe ich nochmal hin. Nur die, was direkt an der Wand ist. Ach so, ist da dann. Ist Dolly. Hallo Dolly. Ja, der kam jetzt hier gerade mit. Kommst du rein? Du willst dich rein, ne? Traust dich. Steht Achtung Falle drauf, ne? Hast du gelesen? Was? Hast du Ach, gelesen? Hier kommt man gar nicht raus hier vorne. Nee, kommt man nicht wegen dem Sand. Das sieht aus, als würde der Sand hier reinlaufen. Also läuft die Falle zu. Also, man kann die Decke hier platzieren, sagst du. Dann mache ich das auch mal direkt. Ich habe nämlich 5 Stück. Ohne springen. Ja, einfach anhalten. Kannst nicht ranhalten. Ich bin gerade... Steindecke kann nicht gesetzt werden. Machst du Steindecken? Ja, ne? Eigentlich schon. Ich stelle Steindecke her. Okay, aber ich habe auch kein... Kein Problem, Evo. Also irgendwie... Jetzt. Ich spiel's nicht im Ego. Ah, das könnte vielleicht daran liegen. Ich platziere jetzt einfach mal... Habe ich noch eine? Weil sonst sehe ich ja meinen kleinen Taschendieb nicht. Achso, ne? Ich gehe wieder... Oh, oh, oh. Ja, ich kann noch 9 drücken, oder? Nee, kann ich nicht. Dann schau mal direkt der Hunger. Nee, Hunger ist noch voll. Hunger ist voll. Mein Hunger ist voll. Hast du, ja, hast du. Ich muss auch was trinken. Vielleicht wäre für dich auch ein Tablet als Notizbuch sinnvoll. Gibt schöne, super Stifte dafür, bei der man auch sehr, ganz zart schreiben kann. Und du hättest nicht so einen Kulli-Verbrauch. Und sehr wahrscheinlich hast du das alles gar nicht gehört, weil du schon gar nicht mehr da bist. Also muss ich mir das merken, bis du wieder da bist. So, gibt's hier hinten jetzt in dem. Also wir haben bloß diesen Trinkschlauch. Es gibt dann irgendwie noch... Wasserschlauch, ne? Es soll ja noch irgendwie ein Glas oder sowas geben. Ich habe schon das Glas erforscht, aber noch nicht hergestellt. Glas heißt das, ne? Wasserglas. Das ist das Wasserglas. Braucht man Kristall, Leder und Zement. Läuft. Rampe. Also, ich weiß gar nicht, Zement? Wo gibt's Zement? Ich glaube, hatte ich sowas nicht sogar schon mal? Ey. Bin mir gerade nicht sicher. Hier liegt ein Steinpfeil drin, den nehme ich mal raus. Diese Piranha. Nee, Zement haben wir noch nicht. Die kommen bis an den Strand ran, ey. Legt das Zündpulver mal nach draußen hin. Also Kristall und Zement. Also ich denke mal, dass das... Wir haben außerdem auch Räucherfleisch, ne? Ja, das stimmt. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Das wird ja gebaut. Ich nehme mal die 3 Stück einfach mit, ne? Ich habe einen Piranha erlegt. Da gibt's Fisch. Ja, bis dann wieder so ein blöder Vogel kommt. Ach, du hast mit dem Laptop geschrieben und jetzt zockst du bloß noch drauf. Ja, auf dem Laptop schreiben ist ja mit Tastatur, das ist dann nicht so. Okay, bis gleich. Ich sage erstmal nichts mehr zu Evo, bis du wieder da bist. Genau.
Aber gut, wenn es funktioniert, dich so hier zu halten. Ach, sieht das schön aus. Ich kümmere mich mal noch um die Steinpfeile. Das war ein Plan, ne? Du machst die Pfeile. Ich mach Decke noch. Steinpfeile. Ich brauche noch Fasern und Feuersteine. Feuersteinfasern und habe ich alles noch jede Menge in der Kiste. Ich nehme mal davon was. Okay, so kann man Zement herstellen. Und Kristall? Kristall findet man in Höhlen. Das gab's schon mal die Frage, ne? Ja, in Höhlen. Jetzt nehmen wir erstmal, ich brauche Feuerstein. War das Feuerstein? War's richtig, ne? Ja, ich brauche Stroh. Wollen wir noch einen Schluck Whisky trinken? Meines alle. Ist deiner verdunstet? Nein, ich hab noch. Oh. Stehe ich erst Saufsack da. Ich rede ja auch wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr. Stimmt. Also zum Thema Whisky. Das hier. Wir trinken hier einen Penny Fan Whisky. Das ist, was war's, ein Waliser? Ein Waliser. Der schmeckt gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Das ist eine super Aussage. Ja. Ich brauche noch Fasern. Oh Mann. Der schmeckt gut. Aus mir. So, Feuer, nicht Feuer, Feuerpfeile. Wir zähmen den Spino mit Feuerpfeilen. Hier geht's ab. Also, ich stelle mir jetzt mal ein paar Steinpfeile her. Hier müsste jede Menge Narkosemittel schon drin liegen. Das ziehen wir schon mal rüber. Und dann können wir nämlich dann danach direkt die Narkosepfeile herstellen. Direkt 49 Stück. Die haben zwar auch jede Menge Gewicht, deswegen werde ich die dann auch vorübergehend, denke ich mal, erstmal weglegen. Macht wahrscheinlich Sinn, ne? Weil die wiegen ja ganz schön, die wegen ordentlich was. Die lege ich dann erstmal beiseite, bis wir sie brauchen. Jetzt werden sie erstmal hergestellt. So, ich brauche gerade einige hergestellt. Oh, wie lange dauert es denn noch? Oh, noch 10 Stück. Aber das mit dem Thema Zement können wir ja schon mal erklären. Ich kann ja schon mal hier, man kann ja hier suchen. Das habe ich ja heute gelernt. Man muss nur richtig schreiben. Das heißt Zement, nicht Zement. Zement. Chitin und Stein. Das wahrscheinlich im Mörser, ne? Wie ich das richtig gelernt habe. Genau, jetzt bräuchte ich hier nur Chitin und dann könnte ich Zement herstellen. Sehr schön. Chitin nicht im Ofen, hier im Metallding? In der Werkbank dürfte Chitin liegen. Das meinte ich damit. Kein Platz mehr, so ein Mist. Ich nehme mal das hier raus, leg das hier rein. Da liegen jetzt in Bogen und Pfeile drin. Kann man den eigentlich auch hier mit Rechtsklick reparieren? Kann man nur... Nee. Übertragen. Und kann man den hier reparieren? Reparieren. So, dann ist er wieder repariert und dann lege ich den zurück. Wird schon wieder dunkel. Heute vergeht die Zeit aber schnell. Da habe ich gar nichts geändert. Feuerstein. Ah ne, Feuerstein muss ich in den Mörser legen. Für Zündpulver. Hier legen wir einen Feuerstein hin. Und dann stellen wir hier nochmal ein bisschen Zündpulver her. Dass wir davon noch ein bisschen was haben. Wäre mal ein Versuch wert. Der Schrank. Den Schrank, aha. Was es alles gibt. Der Schrank. Das ist der Schrank. Schrank oder Kühlschrank? Benötigt zum Betrieb Elektrizität. Hält Verderbliches länger frisch. Okay, ich glaube, Elektrizität haben wir noch nicht. Ein großer Nein. Schrank zum Lagern von Waren. Ich habe mal den Schrank. Den kann man sich ja auch suchen. Schrank. Ich kann das sogar produzieren. So. Kommt ein kleiner. Und das war wieder mal ein wertvoller Hinweis. Den stelle ich aber draußen hin. Mach das. Welche Richtung? Ach, hier lang muss ich laufen. Oh, Schrank. Da passt wirklich einiges rein. Wie sieht's denn eigentlich mit meiner Ernährung aus?
Ich esse einmal Trockenfleisch. Ne, Räucherfleisch, nicht Trockenfleisch. Noch einmal. Und kann auch hier wieder was ausbauen. Dieses Mal. Was machen wir diesmal? Ach ne, mit der Bewegungsgeschwindigkeit, damit ich schön rennen kann. Damit du schön rennen kannst? Ja. Damit es schön ist, wenn ich renne. Damit ich schön aussehe, wenn ich renne. Das siehst du doch auch so. Also, der Schrank ist schon mal platziert. Wie sieht denn unser Konstrukt hier aus? Ich komme noch mit ein paar Deckenplatten. Wir kommen doch voran. Pfeile habe ich jetzt auch jede Menge. Gewicht sieht auch gut aus. Dann werde ich vielleicht mal ein paar Meterchen fliegen. Ja. Um mal zu schauen, ob ich denjenigen finde. Na, wo ist er denn überhaupt? Das ist Flügger. Gehen wir mal auf Reiten und dann gehen wir aufs Inventar, weil da kann man schon das Gewicht wieder erhöhen. Ah, der freut sich schon erstmal. Genau, er freut sich erstmal. Die freuen sich ja immer so cool. Dann funktioniert die Leertaste erstmal nicht. Jetzt. Leertaste. Ich muss schon wieder das Trinken und dringend was fliegen. Ich fliege mal in die Richtung. Ich hoffe mal, der Abstand zum Host ist lang genug eingestellt, nicht, dass ich Maxi Chaotic jetzt störe. Der Spino war ja eigentlich mal hier hin. Hm. Aber er weiß, dass wir eine Falle bauen, ist deswegen nicht mehr da. Ja, du hast ja ein Schild hingesetzt. Hätte ich das mal nicht gemacht. Dazu auch noch Fackeln, dass man es auch schon lesen kann in der Nacht. Ich hoffe, mich will jetzt keiner angreifen hier, ne? 1, 2, 3, 4. Hat die Ausdauer, ne? Ist gerade Mist, was ich hier mache. Ich fliege über. Also, du kannst mal probieren, ob du hinten durchfliegen kannst, dann, wenn du soweit bist. Ich kann gerade gar nicht mehr fliegen, weil er keine Ausdauer mehr hat. Ach so. Dann muss ich mal nach unten. Und jetzt bin ich im großen Wasser, das ist ungünstig. Ja, schnell an den Strand. Einen wunderschönen guten Abend, Optimus Prime 10. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, wir zähmen einfach das, was uns vor die Linse kommt. Jetzt haben wir das Problem, dass er jetzt zu weit weg ist. Doch, nee, ich kann noch hier. Komm her. Ja, der scheint wirklich etwas schwach zu sein. Setz dich hin. Sitz. So, was dann noch, wenn du mit dem Vogel Bäume abhaust, umhaust, levelt er sich etwas schneller. Okay, dann sollte ich vielleicht auch mal mich auch darum kümmern. Hier, so. Ist sie überhaupt getroffen? Ja doch, ich habe getroffen. Vielen Dank für dein Follow, Optimus Prime. Und herzlich willkommen bei der Armee der Finsternis. Zumindest levelt er jetzt mal ein bisschen. Wollen wir das Gewicht noch ein bisschen machen? Ich habe bisher auch noch keinen wieder gesehen. Der eine war mir vor uns entwischt. Ich verhungere. Aber ich habe noch was zu essen mit, ja, ne? Ich habe dir gesagt, Fleisch ist da. Extra werde ich ins Feuer gelegt. Na, ich hatte noch was. Aber ich sollte mir was zu essen holen. Also flieg mal erstmal zurück. Du kannst ja dann mal gucken, ob du hinten hochfliegen kannst. Das kann man dann mal als nächstes dann noch machen. Ach so, er kann keine Bäume abbauen, aber er levelt sich dadurch. Das ist. Deswegen ist auch nichts entstanden an. Also keine Nachricht, dass ich Holz abbaue, aber wenn es ein Leveln kann, ist schon mal gut. Ach so, und auch vom Boden aus, ja? Dann treffe ich vielleicht einfacher. Dann stellen wir den jetzt erstmal wieder ab.
So. Gehen mal zum Räucherofen. Hier vorne ist die Ente, die mich schon mal angreift. Und da ist das ist unglaublich, ich werde immer von dieser Ente angegriffen. Da ist noch normales Fleisch drin, dann gehen wir wieder hier rein. Ist hier noch Fleisch? Voll die Akro-Ente. Hier ist noch Fleisch, nehmen wir mit. Das Verdorbene nehmen wir raus. Und ich lege schon mal wieder ein bisschen Holz rein. Jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Essen und da können wir das gleich mal verspachteln. Um den Nahrungswert mal wieder hochzutreiben. Jetzt ist mein Penny-Fan auch alle. Für die, die neu dazugekommen sind, Penny-Fan ist ein Whisky. Und jetzt versuchen wir mal, ob das mit dem Fliegen funktioniert. Also, ich fliege in die Richtung. Fliege dann hier durch das Tor. Auf der Flucht vor einem großen Dino. Und möchte dann hier hinten rausfliegen? Ah. Ging's? Super, bin durch. Super, okay. Dann setze ich vorne noch die Flucht. Kann ich hier auch wieder reinfliegen? Ja. Zum Tor wieder raus? Nö. Ich will das andere Loch raus. Ist ja hier noch vorne da. Vorne ist ein Hops. Ich weiß nicht, ist der jetzt schon länger da? Aber vorhin war da auch schon mal einer. Den habe ich auch nicht genommen, weil das die erste Rüstung war. Sonst waren hier aber ein Haufen. Dann werde ich mich jetzt hier, mal jetzt hier sind Materialien drin, Holz, Leder. Ach, dann ist das was anderes schon. Nimm's mal mit. So, auf dem Boden dann. So. Machen wir das so. So, der Pterano dann hat sich gerade selbst Fleisch geholt. Wen hat er erwischt? Ich habe einen Dodo getötet mit dem. Achso. Falsche Taste. Das wird nicht funktionieren. Warum? Das ist bloß so ein Plan, den wir haben. Wir haben keine Ahnung, was wir machen. Und davon ganz viel. Wir nehmen uns einfach ein paar Sachen, bauen da was zusammen und haben uns so Gedanken gemacht, mit der Hoffnung, es könnte funktionieren. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage. So, Pterano dann ist auch wieder aufgestiegen. Sehr schön. Stimmt, er freut sich erstmal wieder eine Runde. Nach dem Video über das neue Spiel total bekannt, Schwertsteinkeule. Das heißt ja nicht mehr Schere, Stein, Papier, nein, Schwertsteinkeule. So, dann bin ich der Gott deiner Heilung.